Hallo zusammen, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Ja, und wir stehen nicht umsonst vor diesem Wohnwagen und danke haben für eine Steinplatte in der Hand. Tolle Unterstützung und die großartige Spende, ihr seid großartig, vielen Dank. Das haben wir damals aus Odendorf bekommen, ihr könnt euch erinnern, 21, die Flut war da und wir haben uns ja relativ heftig dort eingesetzt. Und jetzt kommt das war so ein kleines Dankeschreiben. Und da steht auch noch auf Odendorf Wein. Das war einer der Dörfer, die durch die Flut betroffen sind. Und ihr könnt euch erinnern, wir haben den Bus gekauft für eine Familie, die unbedingt aus dem Haus, den Wohnwagen gekauft für eine Familie, die aus dem Haus raus musste. Machen wir mal eine kleine Rückblende, damit ihr wisst, um was es geht. Das ist jetzt im Moment eure Küche, ja? Ja, zurzeit ja. Das ist unsere Küche. Unten ist auch noch alles feucht. Da sieht man teilweise, wie der Schimmelansatz ist. Ne? Und zwar muss die Familie hier raus. Das ist euer Zuhause. Das ist euer neues Zuhause erstmal. Kommt ruhig raus. Das ist ein ganz neuer Wagen. Einfach rein. Geh einfach rein. Das sind 20.000. 20.000 Euro. Bitte schön. Und dann nochmal 5.000 Euro. Schimmel. So, jetzt haben wir den ja da gekauft für 25.000 Euro. Der war eigentlich hat einen Wert gehabt von über 28. Ich habe jetzt mal geschaut. Wir wollen ihn jetzt verkaufen. Das Geld haben wir schon gut eingeplant, wie das fürs Flutgebiet. Da können wir tolle Sachen mit unterstützen. Der Wohnwagen sieht immer noch aus wie neu. Der ist jetzt ein Jahr alt. Genau. Top-Zustand. Ist überhaupt nichts gefahren. Ne? Der ist jetzt hier noch ein bisschen schmutzig. Nee, da muss einfach mal putzen. Ne? Einmal putzen, polieren, dann sieht der aus genau. Auch wieder top aus. Der Wagen hat im Prinzip ist der von der Familie ein paar Monate bewohnt worden. Den haben wir jetzt wieder zurückbekommen. Der ist top innen drin. Sieht aber immer noch so aus wie neu. Klar. Habt ihr ja in dem Video gesehen, was das für ein toller Wagen ist. Wir möchten den jetzt verkaufen. Da wäre es ganz nett, wenn einer Bock hat. Ich meine, jetzt ist das Frühjahr kommt und wer Lust hat, dieses tolle Ding zu kaufen. Wir haben damals 25.000 dafür gegeben und der sagte ja auch, ja, die wird er wiederbekommen. Also Verhandlungsbasis, sagen wir so. So um den Dreh rum sollte es liegen. Ja, so um den Dreh und zwischen 24, 25, sowas. Je mehr wir dafür bekommen, desto mehr können wir dann auch wieder geben, weil ihr wisst genau, das, was wir bekommen, geben wir auch genauso weiter. Ja. Das dokumentieren wir dann auch noch. Das haben wir auch alles dokumentiert, wo das ganze Geld geht. Und da habt ihr sowieso Vertrauen. Alles kein Problem. Also es geht darum, wer Bock hat auf das tolle Wohnwagen. Ja, weil wir Wohnmobilfahrer sind. Ne? Ja, genau. Dann, wir sind Camper. Genau. Dann bietet bitte, wir schreiben hier unten nochmal die E-Mail-Adresse rein zur Firma Paasch einfach. Der Sebastian kümmert sich dann drum und dann gehen wir in Kontakt. Einfach eine E-Mail schreiben, das Interesse habt und dann gehe ich persönlich da mit euch in Kontakt und da kriegen wir was hin. Wer Bock hat, das Ding ist tippitoppi. Ne? Also wie gesagt, ein Jahr alt, aber Geld wird für einen guten Zweck gebraucht. 100 Kilometer gefahren. Von da bis hier, ja. Genau. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück in die Halle. Wir haben da ein Auto, ein Kia, glaube ich. Der läuft nicht so richtig auf allen Pötten und so. Schauen wir uns mal an, holen wir jetzt rein. Ja, kommt mit. So, hier haben wir mal wieder so ein Yeti-Dach. Haben wir hier schon mal probiert, das Dach zu kleben, könnt ihr euch erinnern, ne? Was so gescheitert ist. Ja. Das ist jetzt eine Dame hier, die hat einen Termin bei uns gemacht. Wir sollen uns anschauen, was da kaputt ist, ob da eine neue Kassette rein muss oder nicht. Und da kleben wir jetzt hier mit so einer Spezialfolie ab, weil das Auto innen drin total nass ist. Ne? Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen. Die Folie klebt auf dem Auto, aber lässt sich rückstandslos wieder runterziehen. Ja. Und das ist das Schöne hier dran. Denn wenn ich da diesen anderen Kleber drauf mache, die ganzen Rückstände, habe ich mehr Arbeit. Hast du mal ein Messer? Ein Cuttermesser? Mehr Arbeit, den Kleberrückstände runterzumachen, als die Kassette reinzumachen. Ja, was ist italienische Größe oder was? Kommt die Stange? Ist aber auch nicht fair, ne, Pino? Hör mal. Ach, hör auf, was nicht fair zu sagen, sonst sind da jetzt gleich wieder 1000 Leute, die unbedingt einen Kommentar machen müssen. Ich bin nicht fair. Letztes Mal habe ich auch gesagt, das ist aus dem Osten. Wo haben alle gesagt, ich hätte was gegen den Osten.
Ja, das ist nur, weil du die Richtung sagst, wo das herkommt, oder was? Ja, weil die haben, das haben die ja im Osten, ist das Auto ja geklaut worden und so. Ja, haben alle gesagt, ja, das geht Osten. Ich bin in Gotha, da habe ich Verwandtschaft und. Wenn es in Aachen geklaut worden wäre, wäre es im Westen gewesen. Ja, jetzt habe ich gesagt, kleiner Italiener, weißt du, jetzt bin ich böse zu Italienern. Nee, wir sprechen hier so. Ja, es gibt ja auch keine großen Italiener. Ja, weißt du ja warum, ne? Ja, genau. Ja, bringt ja nichts. Nee, wenn du groß bist, musst du arbeiten, hat Mama gesagt. Ja, aber. Pino, soll ich das machen? Soll ich ja? Ja, mach. Warte. So, jetzt kleben wir das hier auf jeden Fall ab. Dann kommt hier nichts mehr weiter rein. Das ist so eine Notreparatur. Also Notabdichtung. So. Geht ruckzuck. Auto dicht. So. Hast du? Ja. Danke, Peter. So. Morgen. Dann ist der Frau jetzt auf die Schnelle geholfen. Das machen wir auch immer, wenn das irgendwie in. Wenn mein Fenster kaputt ist, ja, und du kannst gerade kein Fenster einsetzen, damit es da nicht reinregt, wird die Tür einfach abgeklebt damit, beziehungsweise das Loch wird dann zugeklebt. Wie gesagt, geht rückstandsfrei ab, das ist wirklich klasse, das Zeug. Gut, so, okay. Jetzt und, fängt das erstmal nicht rein. Wir wollten jetzt gerade noch den Wagen holen mit dem komischen Motorlauf. Den holen wir jetzt wirklich rein. Jetzt wirklich. So, zur Nummer. Hier hat auch die Motor Engine Lamp an, die Motor Controller, die gelbe. Läuft scheinbar nur auf 3 Zylindern. Dann lesen wir den jetzt erstmal aus und gucken, was der da. Achso, starte doch mal. Lass doch mal eben laufen mit der Hans-Jürgen. So, ja, Batterie, der war auch leer, die Batterie war leer. Das haben wir jetzt eine Zeit lang gebraucht, den reinzusetzen. Haben wir schon Ladegerät dran getan. Sehr wahrscheinlich hat die Batterie auch einen kleinen Hau weg. Oh, ja. Läuft ganz unruhig. GDI ist ein Diesel. Gustav Diesel. Nee, ist natürlich kein Diesel. Ist direkt, nee, die ist ein Benziner. Ist ein Benziner direkt als Spritzer. Gasoline Direct Injection. Gasoline Direct Injection. Hm. Junge, du hast an der Schule aufgepasst, oder? Ja. So, die Motor läuft ganz unruhig. Was zeigt uns an? Verbrennungsaussetzer. Verbrennungszylinder 3. Okay, da haben wir schon mal eingeschränkt. Auf und 1. Okay. Okay. Zylinder 3 und 1. Dann könnt ihr wieder aufdrücken. 3 und 1. Okay. Das ist ja blöd. Wir gucken mal. Zieh mal hier ab, den Stecker ab von der Zündung. Zündspule. Genau. So. Und wenn wir jetzt abziehen und der jetzt noch schlechter läuft, dann wissen wir, dass der Zylinder mitgelaufen hat. So. Ach, guck mal. Ja. So porös ist das. Brichst du ab? Ja. Ah. Ich kann nicht richtig die ganzen Öldämpfe hier drin. Das ist also alles da oben passiert. Kleinen Schraubenzieher? Ja, kleinen Schraubenzieher. Oh, oh, oh. Ja. Zack, einfach so weggebrochen. Ja, ist ja, diese Kunststoffe, die verlieren mit der Zeit einfach ihren Weichmacher. Ja. Quatsch, guck mal, wie der wegbricht. Hast du gesehen? Ja. Ich hab ganze Stecker kaputt. Okay, brauchen wir einen Stecker. Der läuft auf jeden Fall mit. Aber er hat gesagt, das ist 1, ne? Ja, aber der läuft mit. Aha. Ne? Also dadurch, dass der jetzt mitläuft, da machen wir hier einen neuen Stecker drauf. Das ist nicht die Aktion. So, und dann war jetzt Zylinder 3. Zylinder 3, oh, genau. Hoffentlich bricht mir das nicht auch noch weg. Ah. Ja, der läuft. Da merkt man, wenn man den abzieht,
verändert sich der Motorlauf nicht, schüttelt sich weiter. Gut, okay, der läuft nicht mit. Dann können wir die anderen nochmal testen. Der läuft mit. Ja, kann man sehen, ne? Wenn man den abzieht. So. Und dann jetzt hier nochmal der vierte Zylinder. Ja, der läuft auch mit. Ja. Nicht. Wer nicht, aber der zweite läuft am besten mit von allen, ne? Ja. Und den abzieht. Bom. Der vierte ist auch nicht so sauber. Ich würde sagen, alle vier Kerzen raus, Zündspulen raus. Zündspulen raus. Und dann messen wir mal die Kompression und gucken, was da passiert. So, wie sieht es aus, Frau Faul? Sehr super. Ja. Sehr gut. Ignition Coil. So, dann immer am besten so hinlegen, dass man immer sieht, in welchem Zylinder gesteckt hat. Ja. Und falls so eine Zündspule kaputt ist, dann weiß ich wenigstens, welche da wo gesteckt hat. Genau, das kann ja jetzt auch noch gut sein, ne, dass einfach dass eine Zündspule kaputt ist. Genau, das können wir aber an der Kerze sehen, ob es gezündet hat. Ja. Oder ob es nichts gezündet hat. Hast du die Handbremse angezogen? Oder? Handbremse? Ja. Nee. Ja, mach doch bitte mal. Doch, die ist angezogen. Ist angezogen. Aber nicht richtige dabei. Hast du draußen alle? Mhm. Ah ja, okay, die sieht ganz gut aus. Mhm. Ja. Ja, aber naja gut, nicht so richtig, richtig geil ist auch nicht. Aber. Das war jetzt der nicht lief. Also wenn die jetzt kaputt ist, kann man ja sehen, da ist die relativ nass unten drunter. Also wenn wir jetzt die Zündkerze rausmachen, wenn die feucht ist, die Zündkerze, wissen wir, okay, wir haben eine Einspritzung und sehr wahrscheinlich kein Zündfunke. Oder die Ansteuerung für die Zündspule ist nicht in Ordnung. Oder die Zündspule selbst ist kaputt. Oder die Einspritzventil ist kaputt. Die Ansteuerung fürs Einspritzventil kaputt. Oder wir haben keine Kompression. Ja. Oder was sieht das denn aus? Oh. Das sieht nicht gut aus. Oh. Das ist jetzt kein Kerzenbild mehr. Ja. Also haben wir den Vergleich dazu mit dieser Kerze. Ne? Da sieht man, da fehlt ein bisschen was an dieser Kerze. Und es ist weggeglüht. Weggeglüht, die Masseelektrode ist weg. Das heißt, wenn das so wegglüht. Dann hat da irgendwas überhitzt in dem Zylinder. Sehr wahrscheinlich Problem mit der Einspritzdüse. Wow. Aber das zieht ja oft andere Sachen auch noch nach sich, ne? Je nachdem, was zuerst war. Oh, oh. Das wird teuer. Oh, oh. Ja, das sieht wirklich sehr wahrscheinlich Einspritzer. Also sehr wahrscheinlich eine zu heiße Verbrennung und dadurch irgendwas anderes entstanden. Okay, schraubst du dich nochmal eben raus. Ich hole mal eben Kompressionsmesser, messen wir die Kompression. Also das kann jetzt in alle Richtungen. Jetzt kann das in die Richtung gehen, dass wir ein Problem haben mit, also Einspritzdüse sehr wahrscheinlich. Wenn da war Öl dran, dann kann sein, dass noch mehr dadurch kaputt gegangen ist. Könnte sein, dass wir, also Öl kann eigentlich kein Einlass- oder Auslassventil sein, weil da kommt kein Öl hin. Das kann gut sein, dass wir da jetzt ein Problem im Kolben haben. Oh, oh, oh. Okay. Es ist ganz egal. Das Erste, was wir machen, ist, wir messen die Kompression. Kompression ist klar, der Kolben geht rauf, Einlass, Auslassventil ist geschlossen und der Druck, der da entsteht, das ist die Kompression. Wenn man die jetzt misst, muss der ungefähr, also um die 11 bis 13, 14 Bar sein. Was wichtig ist, ist, dass sie gleichmäßig den Druck haben. Wie zum Beispiel hier, das ist ein Kompressionsbild, was eigentlich ein Träumchen ist. Ne? Da. Das ist so richtig gut. So, und da messen wir eigentlich den Druck und ob der Druck irgendwo anders hingeht. Am Einlass, Auslassventil vorbei, Kolbenringe, nicht in Ordnung oder was weiß ich was. Also saubere Verbrennung haben die Zylinder alle nicht, ne? Normalerweise okay, müsste das hier dann auch ein bisschen, müsste auch rehbraun sein. Ja. Ist aber nicht. Die andere, das ist das erste Zylinder. Der zweite Zylinder sieht genauso aus.
Das ist nicht rehbraun, das ist eher. Das ist eher. Elefantenarsch dunkel. Ja. Oder Bärenarsch dunkel. So kann man das auch ausdrücken. Okay, gut. Dann schauen wir uns mal. Ich gehe starten. Wir fangen vorne an. Erster Zylinder. Jürgen startet jetzt und dann schauen wir mal, was geschieht. Okay? Ja. Stopp. Start nochmal. Das hustet aber da mal irgendwie raus. Was ist das für ein Geruch? Ganz viel Kraftstoff. Was sagt der erste Zylinder? Ja, das Messgerät hat nicht richtig angezeigt. Ich muss mal eben einen anderen Aufsatz drauf machen. Aber da kommt ganz viel Ölnebel raus. Oh, ja, man riecht es jetzt auch bis hier. Ölnebel und Kraftstoffnebel. Keine Ahnung, das jetzt hingeht die Reise. Ja, nochmal. Stopp. Was ist denn hier los? Habe ich denn hier nur kaputte Aufsätze oder was? Das kann nicht wahr sein. Ich muss unbedingt mal neue Aufsätze haben, Mensch. Und jetzt nochmal. Ja. Gut. Okay, das ist okay. Da haben wir jetzt 11,5 Bar. Ne, 12 Bar. So, jetzt messen wir den nächsten Zylinder. Ja. Oh. Gut. Okay, der ist auch gut. Ne? Kann man hier sehen. Da, 12 Bar, 12 Bar. So, dann kommt jetzt unser Zylinder. Jetzt kommt es darauf an, ob wir hier Motorprobleme haben oder nicht. Ja, nochmal. Lass mich raten, null. Und jetzt messen wir mal den vierten. Ja, da war nichts. Vierten. Ja. Ja. Dritter Zylinder. Nix. Weißt du was? Vielleicht sollten wir eine Dose Kompression da reinmachen. Ja. Das ist natürlich nicht witzig, der Motor hat keine Kompression. Aber guck doch mal das erste April-Video, der es noch nicht gesehen hat. So, ja, ja. Hat sich bewährt. Ja, mega, 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 mega. In unserem Shop. Das kam jetzt einfach so. Ja. Das ist natürlich nicht witzig. Genau bei dem dritten Zylinder fiel mir gleich zusammen. Genau, genau. Das war genau so bei dem Wagen, ja, ne? Bei unserem Kompressionsauto. Aber hier ist leider. Hier ist leider echt. Okay. Sollen wir mal reingucken? Kamera. Endoskop. Gut, dann schauen wir jetzt mal da rein. Also, das ist jetzt nicht gut. Die Kombination zwischen keine Kompression und Öldämpfe hört und sich Öl an den Dingen, das hört sich überhaupt gar kein bisschen gut an. So. Was haben wir für einen Aufsatz drauf? Gerade? Ja, wunderbar. Ja. Dann schauen wir doch mal da rein. Da müssen wir mal ein bisschen warten. Der initialisiert noch eben den USB. Den Stick. Was? So. Nee. Ah, da läuft. Nee, noch nicht. Aufnahme. Jetzt läuft's. Aufnahme. So, dritter Zylinder. Die Reise beginnt in die tiefe Höhle. Kerzenschaft. Des Kerzenschafts. Das ist das Kerzengewinde. Warum hau ich daneben so? Jetzt gehen wir rein, da unten ist der Kolbenboden. Oh, was ist das denn da? Was liegt da drin? Ist das ein? Nee, da liegt nichts drin. Da liegt nichts drin. Da ist ein Loch drin. Gehen wir da rüber. Da ist ein Loch drin. Ja. Ui. Ja, dann ist das kein Wunder, dass der Ölho pumpt. Im Kolben ist ein Loch. Oh, das habe ich auch. Das habe ich. So habe ich das noch nie gesehen. Jetzt gucken wir, ob ich da reinkomme. Komm, wir kommen zurück. Ja. Jetzt sind wir
Das ist im Prinzip das Pleuel, was wir jetzt sehen. So, jetzt gehen wir da am Pleuel vorbei, kommen wir noch weiter hier. Dann gehen wir weiter, weiter. Hier ist der Kolben. So was habe ich auch noch nicht endoskopiert. So, jetzt gehen wir mal weiter. Da unten ist die Kurbelwelle. Oh, jetzt komme ich schon raus. Doch. Das ist die Kurbelwelle da unten. Das ist der Pleuel. Das ist der Pleuel. Das haben wir aber noch nie gehabt. Ihr kannst oben durch den Kolben in den Motor rein. Schaut euch das an. Das sind die Öldämpfe, die da so am Vorbeizischen ist. So, wenn wir jetzt da weiter runter gehen, ich habe ein bisschen Angst, dass ich hängen bleibe. Ja, ja. Da unten, da, hier ist das Pleuellager, da. Da ist das Pleuellager. Und da unten ist dann die Ölwanne. Unfassbar. So, jetzt komme ich hier wieder hoch. Pleuel, 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 Pleuel. Kolbenboden. Adnan, komm mal gucken, komm mal hier. Wir können den Kolben besichtigen. Hat der Adnan noch nie gesehen. Da, guck mal. Pleuellager. Das ist aber geil. Und das, Pleuel, 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 und das Pleuel, durchs Kerzenloch, ist das nicht toll? Ja, guck mal, so da ist der Kolben, 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 jetzt kommen wir aus dem Kolben raus. Da ist das Kolben, da ist das Loch im Kolben. Oha. Ja. Hast du schon mal gesehen? Niemals, ich habe noch nie gesehen. Und da schütten wir jetzt die Dose mit dem Kompressionszeug rein, ne? Ja. Das setzt sich wieder zu. Ja, das ist dann ist das sehr wahrscheinlich zu heiß geworden. Das ist reingeschmolzen, das ist nicht rausgebrochen. Ja. Das heißt, das Ding hat geglüht ohne Ende und hat eine Hitze gemacht. Und so, dass der Kolben weggeschmolzen ist. Junge, das ist aber ein geiles Bild, oder? Zündepunkt ist noch in Ordnung. Ach ja, das ist am Ende des Tages ist das auch egal, ne? Ja, das ist jetzt nicht mehr das Wichtigste, aber die Zylinderwand wird nichts haben, Adnan. Nee, der ist einfach zu heiß geworden. Das ist im Kolben zu heiß geworden, der Rest kannst du ein bisschen honen und dann neuen Kolben rein. Ja. Tamam. Ja. Oder, ja? Oder eine Dose. Oder eine Dose Kompression da reinschütten. Ja. Ich kann die Aufnahme stoppen, ne? Ja. Da sind ja auch linksdrehende Nikasil- und Teflon-Atome dran. Probieren wir das aus. Ja, machen wir. Haben wir ja schon gemacht, funktioniert ja. Ja, dann ist auf jeden Fall Motorschaden. Ich muss jetzt mit der Kundin sprechen. Aber das habe ich noch nie gesehen. Nee, habe ich auch noch nicht. So nicht. Warum würde denn so heiß? Ja, weil sehr wahrscheinlich eine Einspritzdüse nicht richtig arbeitet. Zu mager, das ist ja das, was wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Das ist hier ganz verschmolzen, also weggeglüht und verschmolzen. Sehr wahrscheinlich ein Injektor, also eine Einspritzdüse, ein Injektor ist das ja, dass der nicht richtig da reinsprüht. Und das können wir euch schon mal zeigen. Pass auf, was heißt eigentlich magerer Verbrenner? Sollen wir das mal eben machen? Ja. Machen wir mal eben, zeigen wir mal eben, was der Unterschied ist zwischen einer mageren und einer fetten Verbrennung. So, jetzt haben wir eine optimale Flamme. Genau. Sauerstoff und Gas. So, jetzt zeigen wir euch erstmal gleichmäßig. Zeigen wir euch erstmal ein fettes Gemisch. Ne? Erstmal fettes? Ja, genau. Machen wir fettes Gemisch. Machen wir Acetylen, machen wir auf. Das heißt, es ist ein Acetylenüberschuss. Man sieht, das wird ganz schwarz an dieser Stelle. Ne? Und das ist eben jetzt Fett. Viel Kraftstoff geht rein. Wenig Sauerstoff. Das ist keine heiße Verbrennung. Ja klar, das ist auch bei 100 Grad. Ne? Aber pass mal auf. Das Ganze jetzt, das machen wir mal eine Sauerstoffüberschuss. Und Acetylenmangel, das heißt ja mal eine heiße Verbrennung, mageres Gemisch, wie bei dem Wagen, es spritzt nicht genügend Kraftstoff ein, wir haben zu viel Sauerstoff dabei. Und dann guck mal, wenn wir jetzt hier drauf halten, guck mal hier auf die Stelle, wie schnell das heiß wird. Patsch, ist schon ein Loch drin. Ja. Und schon ist ein Loch im Kolben. Ja. Genau so. Ratzfatz geht das, zack, heiße Verbrennung, putsch, Loch drin. So. Jetzt versuche ich mal eine optimale Verbrennung zu machen. Das wäre ungefähr so. Ganz weiche Flamme. So, dann könnt ihr gucken. Ganz weiche Flamme, wie lange das dauert. Das glüht dann auch noch eine Zeit durch. Aber das dauert eben entschieden länger. Und in der Zeit wird der Boden schon wieder abgekühlt. In der Zeit kühlt er sich ab. Ja. Das ist der Unterschied zwischen heißer und zwischen fetter und mager. Also nochmal. Mager ist immer heiß, fett ist immer kälter. Gut, ihr Lieben, also da spreche ich mit der Kundin drüber, was wir da machen. Hier das, Adnan, ich habe einen Auftrag für dich. Nee, mach ich selber. Ein Loch drin. Ihr Lieben, euch eine gute Zeit.
Ja. Bis zum nächsten Video. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so ein bisschen. Und wenn ihr Bock habt mit dem Wohnwagen, dann schreibt hier bitte unten rein. Wäre sehr schön, wenn in einer... Genau. Gerade jetzt, der Urlaub steht ja vor der Tür, ne? Und es ist für einen guten Zweck, ne? Das also, auch noch. Das ist immer ein bisschen Verhandlungsbasis, aber es ist für einen guten Zweck. Wenn ihr Bock habt, dann kauft das Ding hier. Ich bin hier, wir machen das zusammen. Euch eine gute Zeit. Ich freue mich. Bis dann. Daumen hoch, abonnieren. Tschüss. Tschüss. So. Wir haben den Motor auseinander von dem Kia. Schaut mal. Jetzt kann man das Ganze noch mal ein bisschen live sehen. So jetzt ohne über das Endoskop. Also da ist echt richtig ein fettes Loch reingebrannt. So richtig schon einleuchten hier. Ja, das heißt, der Zylinderkopf, der sieht ganz gut aus. Ja, mal schauen. Oh. So, hier haben wir den dritten Zylinder. Ja. Das sind auch so Ablagerungen. Das ist das hier von dem Kolbenboden. Und das ganze Alu. Ja, das ganze Alu, was hier dran ist. Ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann braucht ihr einfach in Anführungsstrichen neue Kolben. Und neue Kolben rein und dann schauen wir mal, wie das ist mit den Kolben bringen, ob der da auch noch einen Ölverlust drin hat. Man kann auch hier sehen, da ist auch in den Wangen da, sieht man so, ein bisschen eingelaufen. Ne, das ist nicht viel, das ist nichts. Ja, also wie gesagt, ich habe das so in der Form noch nicht gesehen, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das schon mal gesehen habt und was da die Ursache war. Auf jeden Fall sehr interessant. Gut.